Was geht, was man für dich tun? Einen wunderschönen guten Buongiorno gewünscht. Sagen Sie mal, ich habe da draußen mein Fahrrad stehen und offensichtlich ist da der Reifen platt. Haben Sie da vielleicht irgendjemand zur Hand oder irgendwie jemand, der mir das flicken kann? Kann man machen, fahren Sie in die Werkstatt, stell dich mal an auf. Wie komme ich denn da hin? Ist das einfach da durch das Tor fahren, wo die Taxis stehen? Genau, ich mache das gleich auf, dann können Sie durchfahren. Dann fahren Sie hier einmal rum und da hinten in die Werkstatt. Super, das mache ich. Gut, da kommt. Aua! Mann! Nie gesehen. Das hätte teuer werden können. Richtig teuer? Guck mal, jetzt ist mir ein ganzes Gesicht auf der Scheibe. Wer macht denn das wieder sauber? Ich. Weil ich da Azubi bin, leider. Genau, cool, jetzt kannst du erstmal sauber machen. Ja, dann mach das mal sauber. Ja, sei froh, dass ich da eine Anzeige wegen Körperverletzung. So gut heiße ich auch wieder nicht. Oh, der gute Horte, ich feier sein RP einfach, Alter. Ich feier sein RP einfach, Chat. Kennt ihr noch Horte von Alice Stories, Alter? Was ist er, ey? Das Haar ist so lustig. Ich hab noch nie erlebt. So, einmal weg da. Ja. So, mir eine Aufgabe, einmal das Fahrrad da flicken. Mhm. Da ist ein Reifen platt. Bei dem gut gelaunten Herrn jetzt? Ja, der ist gut gelaunt. Danke. Was kann ich dafür, wenn er seine Schminke auf der Scheibe verteilt? Also gut. So, ich werde mal Ihr Reifen flicken. Sagen Sie mal, Sie waren nur der Azubi, wa? Mhm. Der hat auch schon die Scheibe geputzt. Und mir die Tür vor den Kopf gehauen, meinen Sie? Da ist so ein Fahrrad, das Richtige? Krieg ich hin. Wenn ich ein Auto reparieren kann, kriege ich auch ein Fahrrad hin. Da bin ich mir nicht so sicher. Oh. Aber machen Sie mal, ich kicke genau zu. Kleine Frage. Wo ist denn der Kollege von eben? Weil mit dem muss ich preislich mal was klären. Ist das der da angelaufen kommt hier gerade, wa? Der genau ist es, ja. Okay, Moment. Na, ich kann auch nicht so schnell, ey. Ich war gerade bei euch im Krankenhaus. Hallo, junger Mann. Ich hab dich gefahren. Ich hab da mal eine Frage jetzt. Ich meine, Sie lassen jetzt mir ein Fahrrad von dem Azubi reparieren, der mir schon die Tür vor den Kopf gehauen hat. Abgesehen jetzt mal, was kostet denn das insgesamt? Und sicherlich kriege ich ja auch noch einen Rabatt, wenn das jetzt Ihr Azubi macht. Das ist ja nun mal keine Fachkraft. Das ist richtig. Wir können da eine bestimmte Günstigung verfinden für Reifen, für Fahrrad. Ich sag mal so, wenn immer so keine. Ein neues Fahrrad will ich ja nicht. Nee, kein neues Fahrrad. Reifen. Eventuell einen neuen Schlauch oder so. Ja, das kriegen wir hin. Ich schreibe mir eine Rechnung und dann passt das. Gut, soll ich mich denn bei Ihnen danach nochmal melden oder soll ich den Azubi schicken? Melden Sie sich bei mir. Alle klar, Sie sind hier auf dem Gelände bestimmt. Genau, ja. Ich bin hier auf dem Gelände. Alle klar, dann danke ich Ihnen schon mal. Oh, kein Problem. Das ist heute das erste Mal, dass wir beim Bike repariert, Alter. Ja, der war nicht für uns. Entschuldigung, ich musste das nur mal eben mit dem Preis abklären. Alles gut. So, ich hol mal die Pumpe. Gut, dass wir eine Akkupumpe haben. Wo ist die? Ah, da hinten. So sollte es schon besser gehen. Aber noch einen Moment. Der darf 3,5 Bar. Stellen wir das Gerät mal ein. Wie lange sind sie denn hier schon, Azubi, wenn ich fragen darf? 2 Tage. 2 Tage? 3,2 Bar. Ja, ja.
pumpt gleich auf. Ich muss das Gerät noch kurz einstellen. Okay. Oh, kleinen Moment, ich hab da was gesehen. Hören Sie mal, die alte Hupe aus der Kiste hier, die ist ja ein bisschen angerostet. Darf ich die haben für mein Fahrrad? Ich kick mal, ob die noch funktioniert. Oh, die wäre ja toll. Dürfte ich die haben? Ja, nehmen Sie mit. Oh, das ist cool. Können Sie mir die auch gleich an mein Fahrrad machen? Oder soll ich das selber machen? Ja, kann der Kollege dran machen. Ist kein Problem. Das ist cool. Ich gebe Ihnen die hier mal. Bitteschön. Dankeschön. Moin, Meisters. Geh schön, Jutten, buongiorno. Ui. Eins Kasper, Junge. Ja, Mann. Ah, ja dann. I loving you, man. Moin, moin. Ich grüße. Moin. Das ist ein Herr, der will einen Reifen geflickt haben. Neuer Schlauch und so. Oh, Digga. Ich geh mir mal einbüben, das gleich. YouTube, mach das. Und weil die hier so nett sind, machen die das natürlich auch. Das ist ein super Service, den ihr hier habt. Ja, ja richtig. Wir machen natürlich alles. Außer der Azubi, da müsst ihr aufpassen. Der ist ein bisschen gefährlich. Ah, nee, der macht gute Arbeit, dude. Nicht, dass ihr euch noch irgendwie die Bude anzündet oder so. Ach, nee, das macht er nicht. Ich bin auch Azubi, tatsächlich. Ich zünde nicht die Bude an, wenn der mit Ansage. Aber... Das ist, sie habe ich ja positiv kennengelernt. Sie haben mir ja nicht gleich die Tür vom Kopf gehauen, als sie reingekommen sind, so wie er. Hat der Jaco ihm die Tür? Nein, ich nicht. Achso, der Nein. andere. Das, also der andere, der Azubi, deswegen war ja mein Gesicht auf dem Glas. Das dürfte der auch gleich wieder sauber machen. Der lernt noch, ich habe da so ein Auge auf. Als wie, Ausbilder. Du willst, lernt er denn Türen aufmachen? Willst du ihm beibringen, wenn man die Türen aufmacht oder was? Das habe ich gehört. Klar. Probieren Sie mal Ihre Hupe aus. Das mache ich, kleinen Moment. Ja, wunderbar. Perfekt. Super. Die alte Klingel können Sie wegschmeißen, die war eh kacke. Okay. Ja, ich weiß es. Danke mal recht herzlich. Jetzt geht's hier aber los. Gut, jetzt gibt's auch eine Rechnung. Machen Sie die nie so saftig. Nein, ich mache die schon nicht teuer. Den nackten Mann können Sie nicht in die Tasche fassen, denken Sie daran. Wie viel Geld haben sie denn noch? Ehe sie mir alles abnehmen, frage ich mal, was würde es denn kosten? Ja, also jetzt ist die Reparatur schon. Ich sag mal so, wir müssen gucken, wir haben jetzt hier kein Auto stehen, ne? Und Reifen ist halt auch nicht vom Auto so. Ich würde sagen, so. In der Azubi hat es auch gemacht, das dürfen sie nicht vergessen. 30, 20 Dollar, pro mal Daumen. Wie viel? 20 Dollar. Ja, 20 oder 20, 30? Was wollen sie denn jetzt haben? Ja, machen wir 20. Gut, ich gebe Ihnen 50. Hä? Ja, die 20 Dollar können sich die beiden Azubis dann teilen. Oh, als Trinkgeld. Das ist natürlich gnädig, der Herr. Dankeschön. Gut, das Problem ist halt, das Geld müssen sie dann auf bar geben, weil das Geld per Karte landet dann in der Staatskasse. Genau. Dann bewachen sie mich mal schnell, weil ich muss denn hier, habe ich gesehen, auf dem Gelände haben sie einen Geldautomaten. Genau, richtig. Natürlich. Ich mach kurz die Tür. Ich muss mal kurz kicken. Ich glaube aber, so viel habe ich nicht in der Potte. Nee, ich kann Ihnen 6 Dollar noch geben. Das ist allerdings das Geld, was ich immer nehme, um mir was zu essen oder zu trinken unterwegs zu kaufen. Ach, alle, gut. Ich gebe mal was. Dann sind Sie ja nicht mehr so arm unterwegs. Bitte schön. Was soll denn das jetzt? Wären Sie mal nicht frech von wegen, ich gebe Ihnen mal was. Dann sind Sie jetzt nicht so arm unterwegs, sagen Sie mal. Na, hör mal. Ihre Schaukel ein bisschen nah an der Wand gestanden? Oh. Nee. Das sehe ich nicht. Doch, hat sie. Mensch. Ich habe nicht gesagt, dass ich arm bin. Ich habe gesagt, ich habe nicht so Fülle bei. Ich gehe jetzt mal zum Geldautomaten, ja? Wollen Sie mitkommen, dass ich nicht weglaufe? Ich komme gerne mit. Aber die 200 Dollar können Sie einzahlen. Was? Hier einfach ich mir vor. Jetzt stellen Sie mich unablos vor den anderen. Mussten Sie da jetzt sagen, dass Sie mir 200 Dollar zugesteckt haben? Doch, alles gut. Das ist nichts Schlimmes. Nicht, dass sie denken, ich bin arm, der hat mir noch 200 Dollar geschuldet, auch wenn er mich nicht kennt. Check. Der steht schon wieder im Weg. Sagen Sie mal, machen Sie doch mal was mit dem. Ich sehe gerade deine 10 Dollar wegfliegen, Jungchen. Wieso? Was habe ich denn gemacht? Bin ich immer im Weg bei den Türen, Junge. Hä? Ich stand doch nicht mal an der Tür. Wo ist denn der Geldautomat? Hier links um eine Ecke, wa? Ja, genau, richtig. Hier vorne ist er.
Ist mein Auto eigentlich zu? Weiß ich nicht. Das ist doch dein Auto. Parkrempler reingemacht. Oh. Klicken Sie mal nicht aufs Pinpad jetzt, ja? Wegen der Geheimzahl. Ich guck da schon nicht hin. Ja. Dürfte ich immer zum MD fahren wegen MPU? Kannst du gern machen. Ist das trotzdem eine dienstliche Sache, oder? Ja, ist eine dienstliche Sache, ja. Dann kriegen Sie jetzt... hier, ACLS, was kann man für dich tun? Ich 2030. Ich nehm meine Rostkarre mal eben. Ja. Ach dich, der fährt das Ding dahin. Gut, dann schicken Sie ein Dispatch, ich schick mal einen rum. Perfekt, dann bis gleich, ciao. Dann können wir wieder rein. Ich brauche einen Freimechaniker, der den letzten Dispatch anwählt von... Und da müsste ein Fahrzeug vom Grundstück gezogen werden. Kann das wer übernehmen? Oh, das kann ich machen. Ich habe aber keine Ahnung. Wenn sich keiner meldet, was kriegen wir dafür? Das könnt ihr leider nicht machen. Na, können schon. Ich weiß ja nicht, was soll ich denn da? Was muss ich denn da überhaupt aber machen? Aber nicht dürfen. Ja, muss ein Fahrzeug vom Grundstück gezogen werden. Na, das kann ich. Na, das dürfen sie aber nicht. Da arbeiten die nicht. Kriegt einen Anruf. Machst du die Rechnung schon? Perfekt, dann gehe ich kurz nach vorne. Sagen Sie mal, wie sind denn Ihre Namen, wenn ich fragen darf? Ich bin Joe. Ja, Sie sind der Joe, ich bin der Kowalski. Hotte Kowalski ist mein Name. Ah, Grüße. Ich muss sagen, ich finde das hier außerordentlich nett und auch den ganzen Service. Das ist hier das Erste, was ich kennenlernen durfte, weil ich ja gestern erst angekommen bin, aber ich bin echt beeindruckt. Sie machen eine gute Arbeit. Ja, danke, danke. Auch Sie als Azubi, nehmen Sie mir das nicht rum. Genau, Kollege. Immer an die Pornhub-Seite decken. Der hat noch nie Lob gekriegt von Ihnen, wa? Ist denen so die Sprache verschlägt. Also nicht. Aber mir hat schon genug Lobs bekommen. Ja, das ist mir einfach zu viel mit den Lobs hier. Es tut mir auch leid, dass ich in die Tür vorhin in den Kopf geknallt habe. Ich geh mal kurz zum PC, ich bin gleich für euch da. Ja. Ich werde mein Fahrrad mal holen hier wieder. Genau. Ich lasse sie dann auch raus, denn. Das ist super. Gut. Quittung habe ich, aber? Ja, die Quittung haben sie. Ich habe auch eine Kopie, aber super. Die brauchen wir ja meistens nicht. Dementsprechend wünsche ich viel Spaß damit. Ja, aber dann bedanke ich mal recht herzlich, wa? Und lassen sich nicht so völlig ärgern. Ach, alles gut. Ich lasse sie dann noch schnell raus. Das ist nett. So, ich brauche einmal jemanden, der dann das Auto abschleppen und... Machen Sie gut.